Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Ich habe mich mal informiert und eigentlich müsste er da sein. Deswegen, wir gucken nochmal. Nee, wie war das nochmal? Verdammt, wie ging das nochmal? So, die kleine Tag- und Nachtmusik. Also, Okorus müsste eigentlich da sein. Ich weiß nur nicht, wieso er beim letzten Mal nicht da war. Vielleicht, weil wir direkt nachts da waren. Aber jetzt auch kommen keine Musiknoten raus. Irgendwas muss ich wohl noch machen. Ich weiß aber nicht, was. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Ich finde das echt seltsam. Normalerweise, wie gesagt, er müsste eigentlich da sein. Ich habe halt echt keine Ahnung, warum er einfach nicht auftaucht. Muss ich vielleicht das mit irgendeinem anderen reden? Ist das eine Bedingung? Ist das notwendig? Ich weiß halt echt nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Naja. Muss ich vielleicht mit dem Dekobaum nochmal reden? Hat der Dekobaum etwa irgendwas gesagt? Denn ich finde ihn nicht. Ich bin sehr überfragt. Können wir vielleicht hier mal rein und da mal kurz fragen? Hast du vielleicht irgendwas für mich? Ich danke dir wirklich vielmals, dass du Makorus gerettet hast, werter Freund. So konnte die Zeremonie nun endlich abgehalten werden und ich kann mich wieder voll und ganz meiner alchemistischen Forschung widmen. Übrigens konntest du ein paar Plantagranda-Samen bekommen. Falls welche bei dir hast, leg sie auf. Okay, zeig mir. Okay. Ja gut, ist zwar nicht nötig, aber. Boah, da, bitteschön. Oh, heiliger Wurzelknolle. Das ist doch eine Plantagranda-Samen. Das ist es, genau das benötige ich, um dir einen Trank zu brauen, mit dem du deine magische Energie wieder auffrischen kannst, werter Freund. Schön, dann nehme ich jetzt diese vier Plantagranda-Samen und braue dir daraus einen Trank, der deine magische Energie wieder auffrischt. Bitte geduld dich ein klein wenig. Vor allem, du hast doch da so viele, ne? Warum brauchst du meine? Platsch. Ginsterkraut und Haselbusch. Push! Fertig ist der Trank. Hier, bitte, nimm ihn an dich. Ja, du hast Blauselks erhalten. Nice. Wenn du wieder mal Plantagranda-Samen hast, dann bring sie doch mir bitte. Ich helfe dir gerne. Habe ich jetzt eine. Nee, okay, ich dachte gerade, ich habe noch eine Flasche bekommen. Ich war gerade so her, aber habe ich überhaupt noch Platz in einer Flasche? Ich wusste es jetzt gerade nicht, keine Ahnung. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht muss ich ja irgendwie nach oben. Keine Ahnung, kann ja sein. Da muss ich irgendwas noch machen, was ich irgendwie. Hoppala, ich hätte jetzt schwören können, ich fall runter. Ich will nach ganz oben. Ja, toll, jetzt brauche ich ja noch. Jetzt muss ich das ausrüsten, sonst komme ich da nicht hin. So. Du, 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 du. Ich will nach ganz oben. Das ist mein Ziel. Übrigens kann ich ja noch ein Herzteil holen, fällt mir ein. Bei der Insel im Norden, glaube ich, gibt es irgendwo oben eins, wo man mit einer Möwe hinkommt. So, ganz nach oben. Oh, das ist aber leicht knapp. Ist der bloß? Wieso ist der nicht da? Ich verstehe es nicht. Oh. Stimmt, da hätte ich eigentlich auch rausgekonnt. Okay, cool. Ja, cool. Oh nein. Oh, okay, ich hab's noch gekriegt. Ich hätte jetzt.
Ich hab schon irgendwie gefühlt, dass es runterfällt. Komm ich dahin mit meinem bisschen Energie? Oh Gott, das. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das ist. Oh mein Gott. Oder doch? Ich bin immer so. Oh mein Gott, das wird so knapp. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh, das war aber. Da waren das knapp. Naja, was ist denn da drin? Wenn ich schon Okorus nicht rausbekomme, dann machen wir doch wenigstens das. Oh, eine Schatzkarte, sehr schön. So, dann können wir so, die mal aufmachen. So, Nummer 3. Ja, stimmt, ich weiß wieder, welche Fee mir fehlt. Hier, glaube ich. Na gut, dann düsen die doch einfach mal dahin. Hoppala. Hoffentlich kann ich so weit schwimmen. Wird klappen, oder? Bin jetzt nicht so schnell. Oh, was? Ist jetzt schon so weit runter? Oje, ich ertrinke noch. Nein, Link, du darfst nicht ertrinken. Schwimm schneller. Zur Not, rette dich auf das Boot. Scheiße. Warte, ich ertrinke. Oh, oh. Oh mein Gott, du warst, das war ganz schön knapp, danke. Ja, eine Sekunde ausgeruht und schon ist Link wieder komplett fresh. Okay, ja dann. Warte mal, das ist da hinten. Na dann, auf geht's. Ey, das nervt mich jetzt übel heftig. Wieso ist der einfach die ganze Zeit nicht da? Muss ich echt erst den südlichen Dungeon machen? Ich hätte schwören können, dass ich das selber entscheiden kann, welches ich zuerst mache. Aber anscheinend ist es nicht so. Ja, doof. Das ist echt mega doof. Ich will den coolen Dungeon erst später machen. Ah, da hinten ist es. Da, glaube ich, kriegen wir die doppelte Magieleiste. Oder die Pfeile? Stimmt, uns fehlt ja noch eine Köchererweiterung. Hm. Who knows? Who knows? Ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter hier hin und her suche und ich weiß, wo es lang geht, gehe ich einfach nach Draconia. Dann machen wir halt das zuerst. Weil, ja, ist halt so. Ist halt so. Man kann ja nicht immer alles haben. Jung. Oder habe ich das doch schon? Nee, das habe ich ja doch schon. Ach, verdammt. Hä? So wegen dir jetzt. Ja gut, ja, scheiß drauf. Dann gehen wir einfach direkt nach Draconia. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Es ist halt alles nicht so einfach. Ja, zack. Auf. Nach Draconia. Da, wo die Menschen hinwollen. Wo es schön ist. Meistens. Hin und wieder. Keine Ahnung. So. Naja, wenigstens ist sie am Start und macht Musik. Hier gibt es natürlich auch noch ein paar Geheimverstecke, die ich eigentlich machen könnte, aber. Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Story weiter. Ich meine, es läuft ja alles nicht weg. Haben wir uns lange genug mit anderen Dingen beschäftigt. Ach, da fällt mir ein. Dass ich weiß nicht, ob das in der HD-Version anders ist, aber in Portemonnaie gibt es ja die Pflanzen da für Dekoration. Aber es gibt auch noch Fahnen. Ich weiß aber nicht, ob es die in der HD-Version auch gibt. Also klar, logisch gesehen müsste es die noch geben, aber wer weiß, vielleicht hat Nintendo die auch entfernt. Ich weiß auch aber ehrlich gesagt gar nicht, wie man die noch bekommen kann. Weiß ich nicht mehr. So. Da ist Medolie. Am Musik spielen. Ich habe den Text vergessen. Link, du bist also wohl auf? Umri ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Link.
Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst. Aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss sich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Hahaha. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald alleine dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigen Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Ja. Aber das ist ja ein Taktstock. Willst du mich etwa dirigieren, Link? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Gott, wie ging denn das nochmal? Ich guck mal ganz kurz nach, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier zwei Lieder. Ich weiß noch nicht, welches davon nochmal das Richtige war. Ich glaube aber, das war das. Wirklich ein eigenartiges Lied. So merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendetwas, etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Ach. Ich glaube, mein Stöhner war gerade ein bisschen zu erotisch. Die Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Link, dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Link, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Medulia in Erinnerung behält. Ja, sie wird ihr ganzes Leben da drin verbringen. Was natürlich sehr traurig ist. Aber, ja, it is how it is, ne? Ja, dann erstmal auf nach Hause und von da aus dann zum Terra-Tempel. Und bei mir zu Hause, da oben, wo ich das Triforce-Splitter rausgeholt habe, bei diesen ganzen nach unten Kämpfen, mir ist übrigens bewusst, dass es da noch, ich glaube, 2 Ebenen runter geht und man da eine Maske kriegen kann. Aber, ja, ich weiß gar nicht, ich die wirklich holen brauche, werde, möchte, weil letzten Endes zeigt die nur die Lebensanzeige an. Und
Weiß jetzt nicht, ob ich das brauche, ehrlich gesagt. So, Medolie. Wir kommen deinem Schicksal immer näher. Für immer wirst du da drin bleiben. Und den Götten und Göttern und was weiß ich, da oben ist auch ein Herz. Oder war das sogar hier, was ich gemeint habe? Medolie, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben dem letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisungen. Wenn Link in deiner Nähe ist, ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Link A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Und du, Link. Wenn Medolie an einer Stelle in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Achso, dann soll ich sie kontrollieren. Du beschützt Medolie, Link, und Medolie hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Nein, ich will doch nicht rein, ich will das Herzteil haben. Na! Naja. Kann halt nicht. Beim nächsten Mal. So, auf ein neues. Echt jetzt, ich darf das jetzt... Oh, so. Runter, runter. Einfach gespalten, es fliegt in die Luft, schnell weg hier! Ah, okay, es fliegt auch nicht in die Luft, es fällt nur in sich zusammen. Perfekt. Aber unnötig Panik gemacht, tut mir leid. Terra-Tempel. Sie springt einfach als erstes, sie ist eiskalt. Und man sagt ihr, Ladies first. Auch wenn es um den Tod geht, nein, Spaß. Ja gut, da komme ich allein nicht hin. So, dann fliegen wir mal zusammen rüber. Hui. So, komm mit. Dim, 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 dim. Oh. Ja, weißt du was? Du bleibst mal kurz hier. Muss mich hier um Viecher kümmern. Oh, von hinten. Ja. Irgendwie muss man ja sein Geld verdienen. Luftangriff! Boom! Ich bin eine Drohne! Und gleichzeitig auch die Bombe, die runterkommt. Oh, schön Pfeile, toll. Ja, wenn du die Scheiße nach mir schmeißt, dann kriegst du einen Pfeil. So passiert das, so einfach. So, schön, Loot. Natürlich wollen wir das auch haben. Ja, dann, Medolie, jetzt kommst du mal her, oder? Hoppala, abstechen wollte ich dich eigentlich nicht. Aber, ja, oh, Link. Ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben, uns... aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch wiederholtes und schnelles A drücken von A fliegen. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg. Sieh da jetzt rüber, oder was? Ich dachte, wir müssen da zusammen rüberfliegen. Okay, nein, da muss ich sie wohl fliegen. Okay, dann, ach, sie ist gerade plem plem. Schön. Scheiße, wie ging denn das Lied noch? Ach, jetzt muss ich schon wieder nachgucken. Einen Moment. Da. Command. Wir brauchen jetzt Vierer. Ja, okay, gut, das war eigentlich super einfach. Das hätte ich mir echt merken können. What's? Yeah, ich spiele Medolie. Guck mal, ich bin richtig süß. Und ich kann fliegen. Guckt mich an. Auf super entspannt.
Aber das bringt halt nichts. Wir brauchen beide. Warte mal, kann ich... nicht sie auch kontrollieren? Nee, oder? Das geht, glaube ich, nicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Link, ich verfüge jetzt über ein wenig mehr Selbstvertrauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich dich an hohe Orte tragen kann, aber ich werde mein Bestes geben. Bitte halte mich über deinen Kopf und springe drauf los. Oder doch? Muss ich vielleicht mit ihr? Ah ja, doch, doch, das war so, okay. Also habe ich es doch nicht vergessen. Okay, dann auf ein neues. So, und rüber. Ja, so witzig, wie die Arme dann auf einmal verschwinden, weil die auf einmal so Flügel auspacken. So. So, easy. Platsch. Nice. Okay, ich komme auch. Aua. So, aber ich würde aber leider sagen, das war's mit dem Part. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Guantanamo. Tschüssi.